Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Folge. Wir spielen Spider-Man. Ja, wir haben in der letzten Stadt etwas aufgeräumt, einen weiteren Bezirk bzw. zwei gereinigt. Diesen hier unten, Chinatown und Midtown. Die haben wir etwas gesäubert. Das haben wir uns vorgenommen, bevor wir weiter die Story spielen. Also nicht nur rein die Story, sondern auch dies spielen wollen. Ja, jetzt muss ich leider hier oben noch, was heißt leider, das können wir eigentlich auch später machen. Der ist sauber. Nehmen wir uns jetzt diesen Bezirk hier vor, für heute, und den hier unten, plus zwei, drei Hauptmissionen. Ja, ich würde sagen, let's go. Unglaublich. Ich weiß, ich habe es bestimmt schon 7 Millionen Mal gesagt, aber ich komme da einfach nicht drauf klar. Wie unglaublich schön das ist. Das sage ich nicht einfach so, das meine ich todernst. Ich finde das so richtig detailliert. Richtig, richtig, richtig schön. Oh, James. Berichte über Spider-Man in unseren öffentlichen Parks, wo unsere Kinder spielen. Offenbar verfolgt er Tauben. Ja, wilde Tauben. Vielleicht sorgen sie sich um seinen Geistes... Hat Spidey es nicht angedeutet, dass er sowas sagen wird? Haben Sie je von der Goliath-Vogelspinne gehört? Ich erspare Ihnen die ekligen Einzelheiten, aber diese Spinne frisst Vögel. Spider-Man klebt an Wänden wie eine Spinne. Er springt wie eine Spinne. Welche Gemeinsamkeiten gibt es noch? Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Der Typ mag uns auf jeden Fall total. Armnetze? Meine Unterarmnetze. Ich dachte, ich könnte auf kurze Entfernung schneller gleiten, aber sie haben nie richtig funktioniert. Sahen aber cool aus. Kennt man vielleicht, hat er dann so eine... Sieht aus wie lange nicht gewachsene Achselhüllen. Mal im Vertrauen! Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Mama nie da und ließ euch weinen? Wartet. Also gegen die Dicken sind die Netzbomben sehr praktisch. Hätte ich mal nichts gesagt. Wo? Ja, habe ich jetzt keine Netzbombe mehr ausgewählt? Und ich will den Dicken. Ja. Wenn die Gegner immer Ahnen, da wohl etwas echt Großes. Stärker oder ich immer schlechter? Gibt's noch Leutchen? Nee. Nichts mehr da. Gut. Rucksack. Der Rucksack. Hier hat denn keiner gefunden? Pizzalieferantenhut. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist auch so. Schnell und zerquetscht. Hm.
Ja, machen wir hier unten weiter. Ist ja eigentlich relativ. Eigentlich müsste ich sagen, das mit dem Hochlaufen war jetzt geplant, aber dem ist nicht so. Das war ein dickes Versehen. Oh, der ist unten. Alle Einheiten. Zeugen melden Entführung. Bitte unverzüglich nach Chelsea. Klassischer Netzschießer. Hey, meine Mark One-Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Okay. Sieht nach alles aus, aber nicht nach einem Netzschießer. So, was war hier? Ha, eine Taube. New York ist laut, aber die Maske fokussiert auf gedämpfte Geräusche. Solche, die ein gefesseltes Entführungsopfer machen würde. Ja, entschuldigt, jetzt muss ich erstmal die Taube hier fangen, das ist wichtig. Das ist auch ein fühlendes Lebewesen. So. Ja. Spider-Man. Es fühlt sich. Gerade kam Rosa zu ihren Brüdern und Schwestern. Ich helfe gern. Du kennst die Kleinen ja ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Oh, meine Frau. Sag Sandra, dass sie schöne Vögel hat. Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Selbstverständlich. Irgendwas haben wir hier gekriegt. Blume von der Prom-Feier? Prominentenfeier oder was? Alicia glaubt, sie spielt mit mir, aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Hallo, er möchte sich nicht von der Kante lösen. So, wenn ich ein kleines Plüschkätzchen wäre, wo hätte ich mich verstecken lassen? Da. Aha. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. So, ich würde sagen, dieses Labording machen wir wieder zum Schluss. Vorher schnappen wir uns hier wieder die Taube. Da sind wir ja scheinbar richtig gut drin. Auch wenn es wirklich leichter aussieht, als es ist. Wobei, es ist eigentlich nicht so schwer, nichts Dramatisches, aber... ja, wenn die Taube da so... Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Was will er sagen? Er schnüffelt Kleber, oder was? Bringt sich im Smograusch durch die Stadt. Was? Er redet? Was stimmt mit diesen Menschen nicht? Brauche Officer bei Autounfall. Zivilisten gefangen. Der Ort ist Komme. North of Houston. Over. War schneller, Brudi. Ach, warte. Oh, der hat aber einen stabilen Tritt gekriegt. Ein Fuß.
Warum kann ich die eigentlich nicht so mit dem Netz richtig wegwerfen, so durch die Gegend schwingen? Okay, ich muss noch die gefangenen Zivilisten retten. Jemand steckt unter dem Auto fest. Beeilung! Fast geschafft! So, nach dem Spiel brauche ich definitiv eine neue Würfeltaste. Okay. Jemand? Alle sind sicher. Ich sollte hier weg, damit die Profis ran können. Ein Selfie. Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Echt? Was ein Freak. So, Gebäude. Empire State University. Meine Alma Mater. Und Schuld an meinem Studienkredit. Wunderschön. Nein. Da machen wir noch ein richtiges. So. Da. Da geht's zur U-Bahn. Hat der eine, glaube ich, eben gesagt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe voll einen weg. Obwohl ich voll einen weg habe, aber das muss ja nicht jeder wissen. Gutes Foto. Nö. Den Sitzenden hier fotografieren wir auch richtig. So. Einen Rucksack haben wir noch. Oh, und da ist wieder was. Die Dämonen sind schlimmer als Fisk es jemals war. Schaffen Sie die Verwundeten weg. Ich erledige das. Ja, lauft ruhig durch die Kugeln. So, erstmal zur Begrüßung. Er klebt am Müllsack fest. Wer bitte lässt sich so einfach an dem Müllsack festkleben? Und eine Ratte aus der Tasche gefallen. Habt ihr gesehen? Da ist einfach eine Ratte aus der Tasche gefallen. So. Böser Fluch auf es. Hallo, wohin? Jo. Glaubt ihr mir jetzt, dass das vorhin aus Versehen war? Oscorp-Besucherpass. Wo alles begann, oder? War doch bei Oscorp, kann das sein? Ich glaube, ne? Wo er gebissen wird? Ich weiß es nicht mehr so genau. Schande über mich. Weil sonst ist immer nur, was hat ihn gebissen? Spinne. Wo hat's ihn gebissen? Labor. Ah. Alle Einheiten, Meldung über Angriff auf gepanzertes Fahrzeug. Der Ort ist north of Houston. Over. Ist das das Ding? Dieses Haus von Dr. Strange? Ja, Sanctum Sanctorum. Oder so. Sanctorium? Ich weiß nicht. So funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Ja.
Wieder hat's den Dicken erwischt. Du Heiliger. Schön aufs Schild hier. Oh, schön in den dicken Arsch reingeschossen. Erstmal die Dicken. Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? So. So wütend war ich. Hab echt gedacht, das überlebe ich nicht. So, was hat Harry wieder für uns? Diese Station ist meine Antwort auf Oscorp, hoffentlich bald eingestellte Chemiewaffenforschung. Systematische Gegenmittel für einige der gefährlichsten chemischen Stoffe der Welt. Für diese Analyse benötigen wir hier drin natürlich Proben der besagten Chemikalien. Jetzt gehe ich auf Chemikaliensuche. Okay. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen. Naja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein, jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine ja, was man halt so klaut. Sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hydrazin fällt, explodiert der halbe Block. Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Ah, jetzt bin ich so ein Käfer hier. Entschuldigung, muss hier durch. Ich beseitige nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Zebrastreifen, Entschuldigung, muss hier durch, Entschuldigung. Entschuldigung, oh, oh, Ratte. Frühstück. Oh. Der Dieb versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritierend. Boah, alle sofort in Panik. Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt. Vielleicht. Vielleicht nicht. Oh, ich glaube, der wollte auf mich drauf treten. Dicke Primark-Tüte in der Hand. Hört sich mal an, als wenn irgendwo ein Windows-System runterfährt. Er läuft weg. Ich muss ihn mit einem Netz einschnüren.
Zack. Ich hab ihn. Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Oh, die Drohne sieht aber eklig aus. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Der kleine Spider-Bot ist nützlich. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Ist ja praktisch hier an der Station. Die Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle. Die Sicherheit der Station ist verbessert. Und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient. Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind. Mit breiter Schulter rausmarschiert. Ja, Bezirk auch geräumt. Vom Schmutz befreit. Dann haben wir schon den Greenwich jetzt auch. Knöpfen wir uns den nächsten vor, wa? Weiß, habt ihr bestimmt nicht mega viel Spaß dran, aber ja, so ist das. Hey, was hast du so gemacht? Ach, ich hab Steven beim Rucksacksammeln zugeguckt. Ah, geil. ESU-Karte. Mein ESU-Ausweis vom Semester als Dozent. Hatte keine Zeit weiterzumachen, aber ich könnte mir das definitiv vorstellen. Und nach dieser Stadt werden wir mal gucken, was wir uns jetzt so alles freigeschaltet haben. Oder das klingt doch fair. Das klingt doch jetzt nach so einem absoluten Deal. So, hey, ein paar Rucksäcke sammeln, ein bisschen was, das dazugehört, und dann gibt's die Belohnung. Huch, ein bisschen daneben. So, ganz cool landen. Elektriker-Handschuhe. Hat er auch Pikachu gejagt, oder was? Wie Sie alle wissen, bin ich jederzeit offen für andere Ansichten. Warte. Nee, wir gehen da lang. Ein Polizist hat mir in den sozialen Medien vorgeworfen, zu hart zu Spider-Man zu sein. Die Nachricht hat sich verbreitet. Alle haben darüber geredet. Ich will die Sache ausdiskutieren. Willkommen, Officer. Danke für die Einladung. Meine Jungs und ich haben uns ein Feuergefecht mit ein paar Typen geliefert, die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebte oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sag ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut, aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet. Müssen Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal nicht den Tod aller Beteiligten verursacht? Selbsthilfebuch. Das ist noch nie geschehen, oder? Ich glaube, wir werden uns einfach nicht einig. Danke. Warte, JJ. Oh, nein. Ja, wir machen hier beim Gebäude weiter. Von hier erledigt, Alter. Damage Control, und was für ein Foto. Wo klebt der schon wieder? Spinnenkrise, ich muss durch. So, habe ich eine Hautkrankheit? Wissenschaftspreis. Manhattan. Hi. Meisterwerk. Ja, Taube, wa? Warum? Achtung, haben eine mögliche Entführung. Ah, da schießt jemand. Warum willst du vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein? Warum willst du dich hinlegen? Warum will sie sich hinlegen? Hat sie gerade gesagt. Ich habe mich nicht verhört. Sie hat mich gesehen und hat wortwörtlich gesagt, ich muss mich hinlegen. Taubenalarm.
Sie fliegt weg. Warte. Warum schwingt er denn nicht mehr? Toll, jetzt wollte ich den Entführten retten und war weg. Zu lange gebraucht. Dann schnappen wir uns halt die Taube. Die lässt uns nie hängen. Ja, 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 ja. Oh, die Hälfte haben wir. Glückwunsch, Freunde. Polizeirevier? Nebenmission. Ja. Bevor wir die wieder vergessen, gönnen wir uns eine schöne Brücke. Perfekt. Perfekt. Taschenrechner habe ich gebraucht im Pfandhaus gekauft. Mitten in einer Matheprüfung hat er den Geist aufgegeben. Was nichts kostet, ist nichts. Ist doch gut. Selbstverständlich werden wir hier wieder retten. Ja, schön zu sehen, was ein Held so im Alltag tut, ne? Rucksäcke sammeln. Irgendwelche Katzen verfolgen. Ein Überfall. Ich muss hin. Was? Spider-Man? Trachtprügel gefällig? Ihr habt Glück heute. Warum? Achso. Aha. Jetzt bin ich fast selber vom Dach gefallen. Voll in Augen. Und da gibt's einen Schwinger. Schläger umhauen hat was. Du kamst gerade rechtzeitig. Die waren wie Tiere. Ja, ich war in der Nähe. Ich meine, ich weiß nicht, was du hier auf dem Dach suchst, aber ich war in der Nähe. Ist kein Ding, Alter. Hier hast du, kannst Polizei rufen, kannst sagen, du warst das. Ich werde dir nur mal schnell das Haus fotografieren. Ich muss da lang. Entschuldigung. Mach's gut. Hey. Sehr schön. Ja, dann sucht dein Bruder sich jetzt vielleicht was Vernünftiges, du Pfeife. 10:34, Terroristen greifen Officer an, Schusswechsel. Haben eine Meldung aus Seaport. Oh? Ah, liegt ja auf dem Weg hier. Ja? Der Officer alleine geregelt, oder was? Was ist das? Hygienekit. Oh nee. Superhelden haben nicht viel Zeit für Körperpflege. Immer im Stress. Sehr gut. Kätzchen, Mietz, 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 Mietz. Da. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hol auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. Mm-hmm.
Hallo, Cat. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden, sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. So ganz nett steht da noch. Perfekt. Ja, einfach. Eine bessere Perspektive gibt's wahrscheinlich nicht. Ja, Gebäude und Rucksack. Denke ich, machen wir zuerst, bevor wir uns dann wieder um die Baustelle da kümmern. JJ. Verbreite ich nicht gerne Verschwörungstheorien. Es sei denn, es könnte was Wahres dran sein, wie bei dem Knödelrezept. Moment. Das berüchtigte Knödelrezept. Da hätte stehen müssen. Punkt 10. Versuchen Sie, MJs Wohnung nicht abzufackeln. Ja, schreibt mich an, ne? Dann kriegt ihr das Rezept gerne. Ist kein Ding. Welches Gebäude der hier? So. Dann nehmen wir jetzt die Station hier. Weil wir hier gerade sind. Wo ist Achtung, die Station? Haben eine mögliche Entführung. Verfügbare Officer im Finanzviertel benötigt. Wo? Ach da. Komm her. Mein Anzug enthält einen Algorithmus, der die Spur der Entführer berechnen kann. Sorry. Und wir haben ein Sie sind und Spidey liebt New York. Oh Gott, danke schön. Ich hasse enge Räume. Nicht schon wieder. Da sind sie! Oh, und da ist wieder ein Dicker, aber ich schwöre, ich sehe sie nur und denke mir direkt, nein. Ja, genau deswegen. Warte. Ja. Was ist das? Nein, nicht immer auf die Dicken, aber hier ja. Hier muss das. Tschüss. Merkt ihr, der Dicke ist weg und ich habe direkt wieder große Schnauze. Also an alle Dicken da draußen, nicht wundern, wenn die alle immer auf euch gehen. Ihr seid... Oh, ihr seid der stärkste Faktor. Deshalb werdet ihr immer als erstes vernichtet. Ich kenne das. So. Den wollten wir. Gut, dass es vorbei ist. Und auf geht's. Was haben wir hier? Schon irgendwie esoterisch, aber diese Station überwacht das Mobilfunkmastennetzwerk der Stadt auf potenzielle Schwachstellen. Die Leute machen sich darüber keine Gedanken, aber all die Handys, die wir mit uns herumtragen, die könnte ein feindlicher Agent ziemlich leicht als Waffe einsetzen, wenn wir nicht aufpassen. Ist jetzt sowas ähnliches wie mit den Servern da vor kurzem, was wir gemacht haben, wo die Schilder mal drehen mussten. Achso, es wird erstmal wieder, na klar, erstmal muss es wieder kurz Dach. Dafür muss es erstmal wieder kurz Nacht werden. Das geht nur nachts. Das geht nur nachts. Hey Pete, die Station ist eins meiner Lieblingsprojekte. Das Mobilfunknetz ist meines Erachtens anfällig für terroristische Anschläge. Daher habe ich das hier zur Beobachtung aufgebaut. Tust du mir einen Gefallen? Achte auf alles Verdächtige. Oh oh, es sind keine Terroristen? Aber ein Defekt im System verursacht eine Störung. Und wenn ich ihn nicht behebe, fällt das gesamte Netzwerk aus. Bisher ist nur die empfindlichste Ausrüstung betroffen. Wie meine. Ich darf nicht in die Störungsbereiche, während ich die Mobilfunkmasten repariere. Spidey ist in der Matrix. Ich stelle die Anzeige der Gefahrenzonen ein.
Ich muss die Masten reparieren, bevor die gesamte Kommunikation zusammenbricht. Ah! Ich muss hier raus! Das ist der Nachteil der ganzen Technik in meiner Maske. Das tut weh. Das war ja übel, my friend. Einer weniger. Aber ich muss noch 3 reparieren, um das Problem zu beheben. Immer noch 3. Auch das überleben wir nicht. Ich kann sicher an diesen Helikoptern schwingen. Es basiert so viel auf dem Mobilnetz. Krankenhäuser, Polizei. Ein Zusammenbruch wäre so schlimm wie ein Blackout. Beeilung. Bald fällt das gesamte System aus. Ich dachte, meine Trommelfelle würden platzen. Und bald wird das allen passieren. Geschafft, aber der Job ist erst halb erledigt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert, Alter. Ich wünschte, ich hätte das Problem für alle beheben, außer für Leute, die ihr Handy im Kino benutzen. Das Problem wird schlimmer. Mir läuft die Zeit davon. Ja doch, Alter, chill mal. Unsichtbare Wände kommen näher. Ich fühle mich wie ein Pantomime. Das wäre repariert, hab Zeit gut gemacht, aber ich darf nicht langsamer werden. Ja, ich dachte, das war's. Jede Sekunde zählt. Gleich sitze ich in der Klemme. Okay, das machen wir nicht nochmal. Was, wenn ich Spaß dran hab? Du Scheiße. Bam! Jetzt können die New Yorker ihre häuslichen Streitigkeiten wieder in der U-Bahn austragen. Und die Notdienste sind gewährleistet, was auch wichtig ist. Wenn das Netzwerk ausgefallen wäre, hätte Oscorp eine Menge zahlen müssen, um es zu reparieren. Sie werden die Station aufrechterhalten wollen. Harrys Projekt sollte gesichert sein. Bam! Scheiß Mission. Ja, es muss jetzt erstmal wieder zurück in die Vergangenheit, da wo es vorher Tag war. Wir haben jetzt das für morgen Abend praktisch schon erledigt. Aber jetzt machen wir da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, weil ich selber nicht weiß, was ich meine, aber ihr wisst, was ich meine. Oder so. So, da hinten ist ein Denkmal. Aber da ist auch unsere Mission, scheiße. Ist wahrscheinlich ein und dasselbe Gebäude. Dann machen wir später. Dann gehen wir erstmal hier hin, holen wir uns den Ballerrucksack. Oh, Platsch. Ich wusste nicht, dass ich ins Wasser kann. War ich schon im Wasser? Weiß ich nicht. Vielleicht in irgendeiner anderen Folge. Ich kann mich nicht erinnern. So, jetzt gönnen wir uns eine Baustelle, oder? Nach so viel Gesammle wird es Zeit für eine Baustelle. Ah, hallo. So. Juri, die Baustelle ist so legal wie die Uhren, die am Times Square verkauft werden. Für einen Haftbefehl reicht das nicht. Wenn du reingehst, dann auf eigene Faust. Also wie immer? Fangen wir mit dir an, oder Keule? So, ja, ganz gut. So. Ganz ruhig. Alle wollen hier gar. Oh, oh. Ganz entspannt. Wird der Boss im Ramp schikaniert? Machst du Witze, dass es wie ein 5-Stand? Ja, keiner kriegt was mit. Alles still und heimlich. Bob. Naja, den,
Kriegen wir irgendwie jetzt nicht so toll. Ah, er spielt mit, er spielt mit. Er hat Bock, hier rumzuhängen. So, zack. Du bist mein Freund. So, den werden wir auch erlösen hier. Dann den hier. Zack. Falls du mich suchst, ich bin hier, mein Freund. Ich bin hier. So, die beiden müssen wir da trennen, die Ottos. So. Mach ich den jetzt? Erwischen die mich, glaube ich. Jemand was gehört? Oh nein! Ja, jetzt habe ich den Falschen erwischt. Scheiße. Ob tot oder lebendig? Schick Erics Leute her. Hier ist was faul. Ja, habe ich genau den Falschen erwischt. Ich wollte eigentlich den anderen erwischen. Das ist nicht fair. Du bist erledigt. Ihr geht hier mit 12 auf 1 und redet von Fairness. Ihr seid zu spät, Leute. Keine Sorge, ich habe noch jede Menge Facekicks übrig. Los, wir müssen ihn aufhalten. Und ab übers Geländer, mein Freund. Oh. Er kann nicht ewig da oben bleiben. So, du kriegst einen Special Move für deine scheiß Raketen, Alter. Echt jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Ich bring dir Respekt bei. Spider-Man, ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartellscheinfirmen. Sie verschieben Drogen, ja? Nicht mehr lange. Hä? Der Boss will meinen Kopf, er kann meine Maske haben, wenn er will. Er braucht nur lieb fragen, Alter. Kein Grund, hier so eine Welle zu schieben. Ja, komm, der Nächste. Wo schießt er denn wieder? Da schießt er. Ja, wo auch immer ich hin will. Ich wollte kurz cool sein, ist mir nicht geglückt. So, jetzt zu dir. Na großartig, noch mehr von denen. Leute, Fisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Der Boss will deinen Kopf. Endlich fertig. Im Traum darin. Darf uns nicht besiegen. Noch mehr Verstärkung? So. Das geht aber nur, wenn ihr alle in Clown-Autos kommt. Und tschüss. Jo. Und das ist für dich. Eigenen Kollegen weggesprengt. Ja.
Oh. Was wäre er zum Helden geworden? So, abgeschlossen. Sehr gut. Yuri, ich habe hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designerdrogen. Sie warten schön abgepackt auf dich. Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis. Mach mal. Erneut versuchen wir einen. Fortfahren wollen wir. Fortfahren. So. Zum nächsten Rucksack. Ich glaube, ich der Letzte in diesem Bezirk. Ja. Genau so sieht's aus. Ja, wieder kein Gebäude in Sicht hier. Da hängt er. So, weiter geht's mit dem Labor. Oh, einfach durch die Frau. Sie war ein Geist. Hallo, beruhig dich. Spidey. Schick doch den Officer dahin, der die letzten auch verscheucht hat. Die Dämonen werden immer dreister. Sie greifen die Polizei auf der Straße an. Festhalten, Officer! Die netzschwingende Kavallerie ist da! Also, die knallen ihre eigenen Leute ab hier. Zack, Special Move für den Dicken. Darf ich den von hier? Bob. Mann, ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal einen Gulli-Deckel abgekriegt habe, aber ich würde danach, glaube ich, nicht mehr aufstehen. Denke, das war's. Alle okay? Die Dämonen kämpfen wie besessen. Böser Fluch, Officer. Was? 1453 war der Code? Okay, das Zeug in dieser Station revolutionär. Wenn wir es zum Laufen kriegen. Genetisch manipulierte Bakterien, die Plastik in harmlose Komponenten auflösen. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kinderkrankheiten beseitigen können. Das klingt nach einem guten Zeugs. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich brauche ein besser ausgerüstetes Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment, meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien.
Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst. Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwingen zur ESU. Ach du Kacke. Die Netzschwungnetze sind okay. Nun gut, ist ein gutes Training. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Okay, eine gute Übung, falls meine Netzschießer mal versagen. Oh, sie ging kurz. Man könnte meinen, die hätten noch nie einen an der Wand joggen sehen. Ne? Sagst du meinem Kind Hallo? Hi. Alles bereit. Sammel ich Müll hier oder was? Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius Labor zusammenstellen. Ich würde die U-Bahn nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Nein, nicht in der Nähe. Entschuldigung. Ja, wenn man es nicht mehr benutzen darf, merkt man erst, wie wichtig es war. Hey, Spider-Man! Hi. So, ab ins Labor hier. Im Spidey-Outfit. Okay, jetzt noch das Bindemittel. Ich finde das so geil. Octavius Industries. Bakterienkumpel. Ausgebotet und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Kann ich weitergehen? Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt, die Ideen in unseren Köpfen wären. Jetzt höre ich nichts mehr. Peter. Oh, von vorne. Peter. Verflucht. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, das aufzunehmen? Norman hat uns ausgebotet. Und bald hat das Labor keine Gelder mehr. Wir standen kurz vor dem Durchbruch. Hätten wir nur ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt, die Ideen in unseren Köpfen wären... Moment. Ideen in unseren Köpfen. Mein Gott, ich hab's! Ja, und was? Ja, nee, ich kann über Häuser springen, aber ich komme hier nicht über dieses... Naja. Schon wieder Sprachnachricht. Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man... Egitt, woher man weiß, dass wir keine Zuschüsse mehr kriegen? Man muss nur den Kaffee probieren. Verdammt! Warum mache ich immer wieder denselben Fehler? Man darf Norman Osborn nicht trauen. Wenn Norman die Chance hat, von der Niederlage eines anderen zu profitieren, tut er es. Das macht mich wütend. Aber ich werde das Blatt wenden. Norman soll spüren, wie es ist, sich hilflos und klein zu fühlen. Doc muss mehr mit Norman erlebt haben, als er erzählt hat. Hä, wo muss ich denn hin? Ach hier. Jetzt mit der Industriezentrifuge die Bakterien aus der Netzflüssigkeit extrahieren, um sie sicher aufzubewahren. Ja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß es nämlich nicht. Ich muss nur die Bakterien isolieren. Nur. Okay. Jo, falsch. Wir nehmen... Nein, ich wollte den ja. Diesen. Und...
und nee. Diesen. Und lösen den wieder auf. Genau. Dann haben wir den. Und den. Dann haben wir den. Die liegen ja praktisch untereinander. Fertig. Muster gefunden. Analysiert. Substanz identifiziert. Wunderbar. Was auch immer, Bakterien. Ich denke, ich habe die Bakterien verbessert. Aber das kann ich erst sicher in Harrys Forschungsstation sagen. Okay. Hier sieht man auch jede Kurve. Ist wie bei den Mädchen heutzutage. Nicht schön. Ich müsste jetzt wieder schwingen können. Mal sehen. So muss das sein. Oh, Netzschwingen, ihr werdet für mich nie wieder selbstverständlich sein. Ja, das verstehe ich sogar. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß noch, wie Harrys Mom das Projekt gestartet hat. Es hat den beiden so viel bedeutet. Wo ein Netz ist, ist auch ein Weg. So, wieder angekommen. Voller Plastik. Mal sehen, was passiert. Es klappt. Nicht so flott, wie ich dachte, aber besser als vorher. Vielleicht muss ich weiter testen. Das Plastik wird nicht ganz zerstört, aber das ist ein großer Fortschritt. Genug für Oscorp, um weiter daran zu arbeiten. Sie könnten den Nobelpreis gewinnen. Dem Aktienkurs würde es auch nicht schaden. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Finde ich gut, dass er das so gemacht hat. Gucken wir uns die Nebenmission nochmal an. Spider-Man, wart mal kurz. Netzwerk außer Betrieb. Ich weiß, du hast unsere Verbrechenssystemtürme. Hallo? Gehackt. War ich nicht. Ich meine, welche Türme? Ist mir auch egal. Ich brauche deine Hilfe. Jemand stört das System. Mit mehreren Störsendern, um den gesamten Frequenzbereich abzudecken. Siehst du mal nach? Hilf uns. Dann sage ich auch keinem, dass du uns gehackt hast. Ich nenne es lieber teilen, aber okay. Ich kann das Signal der Störsender orten. Muss mich nur durch das Finanzviertel schwingen und nach einem Signal suchen. Signal geortet. Ich muss ihm nur folgen. Erstmal muss ich um das Gebäude rum. So. Störsender sind nur auf hohen Gebäuden wirklich effektiv. Ist dieses hier oder was? Störgeräte funktionieren weiter oben effektiv. Fisks, Leute. Wie überaus schockiert. Hast du Angst? Hab Spider-Man im Visier! Da ist er! Dafür schieße ich dir den Kopf weg! Nicht aufgeben! Sehr nett. Da. Recht. Klasse. Muss den Störsender ausschalten. Schlampiges Handwerk. Hab gerade einen Störsender zerlegt. Hat's was gebracht? Nein, aber wie gesagt, es gibt vermutlich mehrere. Ergibt Sinn. Ich werde sie suchen.
Hier schon der nächste, oder was? Ob Fisks Handlanger wohl auch etwas mit dem ersten Ausfall des Systems zu tun hatten? Da. Mann, alle Störper. Da bist du ja. Wieder runter. Ein paar Arschköpfe gefunden. Ein bisschen Sorgen um diese Sniper-Fuzzis da drüben. Ich glaube, die werde ich mir erstmal holen. So, Nummer 1. Ich komme rum zu dir. Bleib stehen, ich komme rum. Moin. So, Nummer 2. Hallo. Muss den Störsender loswerden. Manchmal ist Gewalt doch die Lösung. Und macht Spaß. Noch einer. Spider-Man, es funktioniert. Ich empfange ein schwaches Signal. Es ist undeutlich, aber da war irgendwas mit Fisk und Outfits. Fisk war der große Kingpin, aber gefälschte Klamotten waren nicht sein Ding. Je schneller das System wieder läuft, desto eher wissen wir, was sie vorhaben. Ach da. Nur noch ein Störsender. Mir zittern die Knie, du, wenn ich so hoch bin. Ohne Scheiß. Hab dich. Warum diese Störsender? Hat mich überrascht, was? Er ist hier. Komm runter und kämpf wie ein Mann. Schnappt ihn euch. Muss nur den Störsender zerstören. Gut, das war der letzte. Das System sollte jetzt wieder laufen. Oh, einmal Chaos gemacht nochmal hier. Spider-Man, das Verbrechenssystem läuft wieder. Super. Mehr Info über Fisks Männer oder die Outfits? Nein, aber das System meldet nicht autorisierte Aktivitäten bei den Docks. Ich schicke die Koordinaten. Ich seh mal nach. Bei den Docks. Oh, dann können wir uns da mal zu den Docks, bevor sie fliehen. Ach du Scheiße. Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber die Höhe macht mich bekloppt. Für eine kleine Armee. Was immer die auch damit vorhaben, es ist sicher nichts Gutes. Muss herausfinden, was die Waffen sollen. Ja, heimlich oder? Flüchten die, wenn nicht, oder? Was ist das? Ja, das könnte alles sein, mein Freund. Komm erstmal her gucken. Ganz langsam. Komm hierher. Hol den Ball. Und tschüss. So, Nummer 1.
Schwein gehabt. Das klappt. So. Ja, jetzt kommt nur der eine natürlich. Komm her, hier, mein Freund. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Der sieht mich nicht? Oh, oh. Ich bin hier. Los. Hey, da, ich stehe. Weg. Vielleicht finde ich jetzt ja raus, was läuft. Waffen, Wärteruniformen und falsche Ausweise. Sie wollten tatsächlich Fisk aus dem Raft holen. Rotpunktvisier. Nicht vergessen, Rotpunktvisier. Ach so. Na nee, ist na klar. Sorry, Leute, wird leider nichts mit dem Ausbruch. Ich muss mal weg hier kurz. Können wir das nicht einfach friedlich regeln? Was ist das? Nimm das! Nimm was denn? Ey Mensch, das sah ja fast aus, als hätte ich es gewollt. Ja, das stimmt. Ein bisschen habe ich es gemerkt. Waren das alle? Oder gibt's hier noch jemanden, der frech sein will? Jetzt übernimmt wohl die New Yorker Polizei. Bei das mir die echten? Ist auch alles in Ordnung. Danke für deine Hilfe mit dem System, Spidey. Ich Kein Thema. Ich halte für mich, dass du es nutzt. Aber wenn du erwischt wirst, weiß ich von nichts. Ich habe keine Ahnung, wovon sie da reden. Also bis dann. Ich muss jetzt meine Selfies von den Servern löschen. So. Wieder ein Bezirk frei. Dann haben wir schon den. Gut, dir fehlt noch die Mission. Dann haben wir letztendlich nur noch 1, 2, 3, 4. Ja, zu viele. Aber in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall erstmal wieder die Mission spielen. Versprochen. Aber wir wollten noch den Anzügen nachgehen. Dass man hier noch alles herstellen könnte. Welchen wollen wir herstellen? Den hier? Oder gucken wir erstmal nach Fertigkeiten. So, wir werden auf jeden Fall erstmal den nehmen. Damit wir hier auch Stunts machen können. So. Ach hier, den meine ich. Den wollen wir. Kostet auch nur ein. Lautlos Takedowns generieren. Combo Booster. Ja, der ist auch natürlich auch wichtig. Drückt beim Absprung von einem Gegner, denn im Luftkampf 4 plus X, um mit explosiver Kraft auf den Boden zu schlagen. Hm? Der sieht auch gut aus. Schnelle Erholung. Drücke X während einer Rolle nach der Landung, um zurück. Ah, okay. Hm.
glaube, wir nehmen den. Ja, wir nehmen den. So. Move-Liste brauchen wir auch nicht. Anzüge wollten wir uns angucken. Oder? Was ist das hier? Erhöht die von Fokus geheilte Menge? Ja, das ist mega. Dafür. Was haben wir denn da ausgerüstet? Genommene Projektilschaden. Verringert genommenen Nahkampfschaden und perfekte Ausweichung den Schaden. Was haben wir noch? Gescannte Feinde bleiben markiert, bis der Kampf beginnt. Auch nicht schlecht. Netzangriffe generieren mehr Fokus. Feinde brauchen länger, um dich im Tarnmodus zu entdecken. Finishing und Bonusgerät aufführen. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und wir packen dafür den untersten weg. So. Tauschen. Stellen den her. Neuer Anzug und Anzugskraft freigeschaltet. Was ist hier die Anzugskraft? Springe in die Luft und spinne alles in Sichtweite ein. Ah, okay. Sehr nice. Okay, also kann ich auch ausrüsten bei einem anderen Anzug. Den stellen wir auch her hier. Den SS-Spidey. Die Gegner rufen nicht mehr nach Verstärkung, wenn sie alarmiert sind. Auch gut. Ja, Wrestler-Spidey. Motorrad-Spidey. Und zerplatten. Entlädt verstärkte EMP-Spitzen. Ja. Ruft einen Spider-Bro als temporäre Hilfe im Kampf. Oh, kann ich nicht. Keine Gegenstände mehr. What? Und der ist neu, aber den können wir herstellen. Das ist hier Stachelschwein, Spidey. Trifft Feinde mit Wellen von gerechtem Sound. Aber ich glaube, das Spiel möchte, dass wir mit dem hier spielen. Nehmen wir den auch. Und als, fand ich den hier ganz gut. Ja, den nehmen wir. Die sind alle neu. Können wir hier schon irgendwas verbessern wieder? Was war das? Netzschießermunition wird schneller aufgefüllt. Ja, bitte. So, aber ich wollte bei dem hier mal, vielleicht kriegt man hier ein mehr. So, was ist das? Erhöht den Explosionsradius, den nehmen wir auch. So. Entlädt einen Schallwellenimpuls, das wollen wir noch nicht. Immer die Drohne. Ach, der beschießt Gegner. Warum habe ich das noch nicht gemerkt? Vor der Deaktivierung mehr Schüsse, ja. Ah. Wir pimpen das hier alles auf. Der geht auch schon. Läuft bei uns. Schneller nachgefüllt. Und erhöht die Zeit, die Gegner eingesponnen sind. So, einer ist fertig. Hier geht nichts mehr. Hier geht nichts mehr. Ja, der Strom hier. Keine Dings. Strom war jetzt bislang auch noch nicht so wichtig. Und den haben wir noch gar nicht hergestellt. Ah! Egal. So, gut, dann wenigstens haben wir uns aufgepusht hier. Nächste Folge spielen wir dann wieder ein paar Missionen. Bevor wir dann wieder uns irgendwelchen Bezirken hier widmen. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.